Grafik von damals, also wirklich top. Und okay, wir müssen. Helge, was willst du dafür? Ah, mir geht's dir gut, okay, cool. Wo muss ich jetzt hin? Weißt du was vielleicht? Das Vibe weiß auch nichts. Aber da oben war da irgend noch was von einem Medaille oder sowas. Wahrscheinlich muss ich das nehmen. Gut, dass ich jetzt natürlich auch keinen Platz hier habe. Kurva. Ah, okay. Ja, ja, wow, jetzt habe ich wieder mal hier, keinen Platz. Ich lasse da wirklich alles einfach da und, jüdische. Wirklich jetzt, weil es gibt so damals noch einen Keks. Heiland, zack. Hä, was labert niemand? Achso! Achso, ich brauch das Teil, Mann. Ja lol, das hab ich auch nicht gewusst. Die Witzbolde, die. Ja, wo jetzt hin, Alter? Ja, ist echt schon jetzt komisch, wo muss ich hier lang? Ach du fette Scheiße. Komm, Alter, beeil dich. Keine Zeit dafür jetzt. What the fuck, dude, wo lang muss ich? Warte mal, warte mal. Was ist das für Teil? Ja wow, aber... Die Adler und sowas habe ich ja schon. Das eine Teil, Mann, da brauche ich noch mehr Platz. Das sieht wirklich auf, das Video, Mann. Immer so wenig Platz hier, die ganzen scheiß Sachen, Mann. Wirklich, Mann, es kotzt mich sowas von dermaßen an, Mann. Da kommt 8 Sachen, Alter, und die denken hier, jetzt ist alles tutti frutti hier. Verdammte Nutten hier. Tut mir leid für diesen Ausdruck, ja, aber es sieht wirklich auf. Ja, Alter, hier sind tausende Sachen, die ich mitnehmen kann. Aber ich ja so eine kleine schwule Handtasche dabei habe, Alter. Oder Jeans-Tasche, keine Ahnung was das da ist. Geh weg, du Scheißvieh. Da ja, kann ich hier nicht alles mitnehmen, Mann. Das kotzt mich so dermaßen an, ich glaub, genug, Mann, wirklich. So, ich hoffe, ich gehe jetzt richtig, Alter. Ich werde jetzt gleich mal alles einfach ablegen, ist mir sowas von Kack... Scheißegal, ey, wirklich. Da lang. Ich leg jetzt dermaßen alles ab, man, das abgelegt und eine neue Bedeutung bekommt. Ich ablege, ich Spaß. Ja, ohne Witz, Mann. Aber ihr seht ja wirklich hier, das hier ist wirklich, ja, echt eine Petrouille, Mann. Da läuft man hin und her, hin und her. Die meiste Zeit findet man eh nur mit hin und her laufen. Kein Scheiß, Mann. So, was? Dass ich hier auch erstmal weg, wenn ich sowieso die Pumpkin hab, Alter. Nein, oh, du Idiot, wollte doch. So, jetzt aber, wa? Jetzt sollte es aber genug von dem Ganzen hier sein. Hin und her, Freunde, hin und her, wirklich. Das ist nicht nur so ein leeres Wort, so leere Sätze, wenn ich das sage, ich mach's wirklich so, Mann. Echt nur hin und her. Ihr seht ja hier selbst, ich bin hier nur beschäftigt mit rumlaufen, ey. Mit irgendwelchen Rätseln suchen, dahin laufen, wieder zurücklaufen. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall nicht für jedermann, hey. Schon wieder so ein Scheiß da, Mann. Ich hoffe, jetzt kommt keine Spinne. Verdammt, genau wo ich es gesagt habe, kommt sogar eine. Ich hole mir jetzt kurz ein Symbol da und dann tue ich das da reinstecken, Alter. In das Loch. Und dann eine Jutte. Weil wir auch mal weiterkommen jetzt, verdammt. Am besten vernehmt ihr nur 2 der Sachen mit. Den Rest lässt einfach leer lassen. Ja, weil ihr seht ja hier selbst, dass hier echt die Scheiße am Dampfen ist, Alter.
Gott sei Dank habe ich das Teil hier Dinger mitgenommen, alle. Gott sei Dank. So. Jetzt ist aber Frutti die Mare hier, Alter. Aber jetzt ist Zappe, gell? Warte mal, Digga, warte. Ich muss es da wieder hoch tun, weil. Genau, ich tue es lieber hoch, weil wenn ich nachher oben Dinger rumjumpe, ich alter Styler. Kann es sein, dass ich dann da nicht rüberkomme. So, jetzt aber komm schon, Vibe. Ich hab keine Zeit, Mann. Oh Mann, hoffentlich kommt jetzt nicht wieder der mega Alligator hier, Mann. Der wohl circa, was ich, 10 Tonnen wiegt oder so. Verdammt nochmal, auch wie überhaupt schon richtig, Alter. Ich komme mir hier irgendwie total falsch vor. Kein Plan, sehen wir gleich, Alter. Wenn es sein muss, laufe ich auch im Kreis, Mann. Ist mir ja nicht schon das zum ersten Mal passiert hier. Aha. Habe ich doch gewusst. So, jetzt habe ich den schwulen Adler und jetzt. Okay, kombinieren kann ich schon mal nicht. Aber mir wird da schon was einfallen, Freunde. Denn ich bin Dark Shadow und Dark Shadow LP90. Ah ja, vielleicht können sich die meisten schon denken, aber ich sag's nochmal für die, die es nicht wissen, das LP steht für Let's Play natürlich. Ist ja klar, ich wollte natürlich Let's Play, Dark Shadow Let's Play ausgeschrieben machen, aber das ging nicht, das war einfach zu lang. Da habe ich abgekürzt wie circa, ich weiß gar nicht, 23 Millionen andere Let's Player. Ja. Ja, und dann ist halt so gekommen, habe ich halt abgekürzt, ne? Und das 90 stand sich mein Geburtsdatum, 1990. Ja, und deswegen kam der Name nur mal zur Info hier. Komm, Mr. RPD. Recon Police Department. Lol, von denen, Alter. Der schüttelt ab mit Wasser, der Arme. Oh, cool, war nein. Alter. Ich hab schon gedacht, was stellt der so ab, Mann, der kleine Witzbold. Plötzlich steht er auf, ey. Jetzt aber, wa? Komm schon. Adler, hab ich. Oh, jetzt der Adler. Und? Das hört auf. Jawohl, es hört auf, mein Gott. Boah, und das Wasser sinkt. Cool. Boah, endlich geht's hier weiter, ey. Endlich geht's hier weiter. Hoffentlich geht die Tür auch auf, Mann. Was für eine rostige Tür und was für eine mystische, drastische Musik, Freunde. Ach du Scheiße. Hey, hier war ich doch wirklich noch nie. Kein Scheiß. Oder? Oh, bitte keinen Pumpgang, Mann. Scheiße, wenn hier schon ein Patron kommt, dann heißt echt. Echt nichts Gutes hier. Hoffentlich kommt kein Boss. Wahrscheinlich kommt ein Boss, aber hoffentlich kein Schwede, Mann. Wenn du wirklich zu schwer findest, dann tue ich kurz Cheat benutzen und fertig, Alter. Da muss ich, oder? Die Frage ist nicht, ob ich hier will, die Frage ist, ob ich hier muss. So wie es aussieht, ja. Verdammt, ich glaube, ich war hier noch wirklich nie. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Oh, und die Salbe macht sich auf den Weg in die Luft. Oh, nee, oder? Ach so. Der kommt immer da raus, wo es Dinger, Mann. Ich würde natürlich schon öfter erwischen, Freunde, aber ich würde so das. Die sich so langsam umdrehen, ja? Also die bewegen sich so gut wie nicht, Mann. Bis der sich umgedreht hat, Mann, schon vorbei. Ja, also der Typ macht so lahmarschig, ey. Das macht das Spiel so gefährlich hier. Ja, steht da jemand? Ist da jemand links? Seht ihr das? Was war das?
Oh. Ada, ich hab Angst. Bitte geh vor, Ada. Ein Spaß. Wir sind ja natürlich hier echte Männer und. Wir haben hier vor nichts Angst, Alter. Das Testosteron steigt wieder auf 500, glaube ich. Ja, mehr als männlich. Was ist denn das? Eine Leuchtrakete. Ich brauche etwas, um sie zu zünden. Ja, warte mal, ich habe hier kurz mal Feuerzeug. Boah, das passt sogar wirklich hin. Cool. Lol, voll süß. Irgendwas. Hast du das gesehen? Es hat irgendwas geschimmert. Was war das? Aha. Hab ich's doch gewusst. Ich bin schon abgefeuert worden. Ja, von mir. Wo bin ich hier? Wo fahre ich mich rum? Wenn ich schaue, vom Anfang, wo ist noch der ganze erste Part, wo ich da bei der Straßensperre war, wo ich in den Laden reingerannt bin. Und verdammt, ich höre schon wieder irgendwas zukrabbeln hier. Hallo. Yep. Das Leben ist kein Ponyhof mehr vom Doppelrad. Der letzte lebt noch, der Wichser. Oder? Lol, Sackgasse oder was? Super. Ich muss mir vorstellen, ich habe ja Cheats benutzt, darum habe ich so viel Munition von der. Ja, ohne diese Cheats habe ich hier natürlich aufgebracht, wie Sau. Ich wollte die Cheats nicht benutzen, das tut mir wirklich leid, ja, aber ich bin an der Stelle einfach nicht mehr weitergekommen. Und ich höre schon wieder Zombies. Ich höre nur Zombies. Wie kann das sein in einem Zombie-Game? Das gibt's doch nicht. Hallo. Oh. Er kommt schon gefährlich nah ran. Achso, das war ein Zombie, das ist ja Edermann gerade eben. Komm mal oben, ja, komm. Also grüne Pflanzen. Komm ich mir da mal was rein von dem guten alten Zeug. Warum kann eigentlich Ada nichts nehmen? Okay. Wollen. Muss Kurva, muss. Ah, ich bin hier bei den Bauarbeitern. Das ist ein Pausenraum wahrscheinlich. Oh mein Gott. Leute, wenn hier ja, in der Schreibmaschine sehe ich da hinten, da blüht mein Herz. Quasi. So, Freunde, und ich mache hier mal einen Cut, denn ich habe mittlerweile bestimmt schon wieder. Ja, so eine 45-Minuten-Session oder sowas gemacht, ich weiß auch nicht genau. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, Freunde. Wenn euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo natürlich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr vielleicht noch einen Daumen da lassen würdet, der natürlich noch oben zeigt. Und ein nettes Kommentar, was euch an dem Spiel gefällt, was euch nicht gefällt, ob ihr das Spiel euren Freunden empfehlen würdet und so weiter und so fort, Freunde. Also ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung, das ist kein dummes Gelaber wie immer. Ich bedanke mich, Freunde, euer Dark Shadow. Tschüss.